Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Es beginnt heute mit der Kraft des Amethyst. Übersinnliche Fähigkeiten, Verhaltensmuster. Und diese übersinnlichen Fähigkeiten, die hast du sowieso. Das weißt du auch, das spürst du immer in dir. Vielleicht willst du es nicht so ganz wahrhaben, das ein oder andere Mal, dass deine innere Stimme dich immer sehr, sehr richtig weist. Aber heute wirst du vor allem in der Thematik des Verhaltensmusters, in der Berufung, einen ganz klaren Aufzeig bekommen, in welche Richtung das da bei dir geht. Du hast hier eine Seele, die sich sehr, sehr zurückgezogen hat, weil sehr viele Ideen für den Beruf, für den alltäglichen Geldverdienst immer da war. Aber heute kriegst du so einen richtig starken Impuls, wie du dein Herz in deine Berufung leiten kannst. Du wirst sehen, du kriegst hier auch eine Entscheidung heute vor die Füße gelegt, gerade was die Arbeit betrifft. Könnte auch ein neues Stellenangebot sein, was natürlich sehr, sehr schön ist, weil das Verhaltensmuster war immer so, ja, du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen und nicht, dass du wirklich, wirklich in der Liebe zu dem bist, was du tust. Was auch noch schön zu sehen ist im Verhaltensmuster, ist, dass du entscheidungsfreudiger wirst und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, bringt dir hier auch ein ganz großes Sicherheitsgefühl zu deiner eigenen Seele wieder. Und hier sieht man schon, du bist nie allein. Hab Vertrauen in deine Verbindung mit dem Geist, mit deinen Geistführern und der einen wahren Liebe. Wer ist denn diese eine wahre Liebe? Ich hoffe, du hast gerade in den Spiegel geguckt und gesagt, ich bin das. Richtig, du bist deine wahre Liebe. Du findest heute den Weg zu deiner Selbstliebe. Die Selbstliebe ist das Essentiellste für dich derzeit, denn auch sie ist der Grund, warum du die Entscheidungskraft wieder zurückgewinnst. Ja? Es ist nicht so, dass du gar keine Entscheidung getroffen hast, aber du hast immer sehr, sehr lang gezögert. Du warst immer sehr verschlossen für Neues, aber jetzt öffnest du dich auch. Also das ist alles ein Durchbruch, weil du merkst, ja, ich bin mit dem Universum verbunden, mit meinen Geistführern. Heute ist es auf jeden Fall so aktiv spürbar, dass du auch erkennst oder dass man dich sogar aus deinem Seelenweg lesen lässt. Wow! Der Obsidian, Erdung, Abschirmung, Leere. Ja, es ist auch der Schutz und den wirst du heute ein bisschen brauchen. Und vor was brauchst du diesen Schutz? Du brauchst ihn heute so ein bisschen vor den engsten Vertrauten. Die engsten Vertrauten wollen heute dir bessere Tipps geben, als du lebst. Aber dabei ist heute genau der richtige Weg für dich. Ja, das bedeutet, heute solltest du Tipps aus deinem nahen Umfeld nicht unbedingt wahrnehmen oder nicht unbedingt zu ernst nehmen. Der Obsidian zeigt dir auch, dass du dich daher mit dir selbst verbindest und die Entscheidungen, die du heute triffst, sowieso in der Stärke liegen. Sie liegen in der Stärke, weil sie mit deinem Seelenvertrag übereinstimmen. Und vielleicht geht der ein oder andere Mensch nicht konform damit. Das bedeutet aber nicht, dass es die falsche Entscheidung für dich ist, sondern vielleicht ist es ein Rückschlag für den anderen aus seinem nahen Umfeld und du bist dann nicht mehr so der Energieträger für seine oder ihre Sorgen. Hier solltest du dich ein bisschen zurückziehen, ein bisschen abschirmen, die Leere ein bisschen füllen lassen mit normaler Energie. So, hier ist ein bisschen Energievampirismus einfach noch angebracht. Daher ein bisschen Abschirmung tut da heute ganz gut. Du bist es wert, glücklich zu sein. Du verdienst es, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Und schau mal, wie schön sie strahlt. Und ja, das bist du. Und das teile ich auch immer mit. Auch in meinen Coachings sage ich immer, du bist die Eins. Und aus dir müssen wir das beste Du machen, das du bist. Ja, wir müssen jede Fähigkeit und alles, alle große Selbstliebe, innere Kindthemen müssen wir bei dir lösen und finden, damit du eine Institution für dich selbst wirst. Und du bist es auch wert, glücklich zu sein, weil du in der Vergangenheit immer wieder aufopferungsvoll warst. Und jetzt kommt eben postwendend auch einmal endlich diese Resonanz in dein Energiefeld. Das bedeutet, gerade in der Liebe werden heute schöne positive Botschaften auf dich zukommen. In der Berufswelt, wie schon gesagt, wird eine Entscheidung vor dich kehren und du wirst tatsächlich auch finanzielle positive Neuigkeiten heute erfahren. Wahrscheinlich so, wie es hier aussieht, über den Postweg. Und das sind drei Faktoren, die dich wirklich, ja, glücklich stimmen lassen können. Dann haben wir zum Schluss noch den Klartraum, die Bewusstheit und die Gelegenheit. Und das ist sehr schön, weil das gehört ja auch zusammen. Du musst dir jetzt bewusst sein, dass jetzt deine Gelegenheit für den Switch ist. Der Switch im Verhaltensmuster, der Switch, dass du wieder bei dir ankommst, dass du bei dir geerdet sein kannst und vor allem für dich selbst
unabhängig von anderen, unabhängig von Dritten, von einem Partner, von Eltern, von Freunden, für dich ein Sicherheitsgefühl aufbaust, weil du deinem Herzen beginnst zu vertrauen und somit vollkommen in deinen Seelenweg kommst.